Hallo liebe Yogis, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Ganzkörperflow. Wir beginnen direkt im Fersensitz. Auf den Fersen, die Wirbelsäule gerade, Schultern nach hinten, nach unten entspannen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir können Augen schließen, Handrücken auf die Oberschenkel legen und zusammen einmal tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund alles ausatmen. Danach lassen wir den Atem durch die Nase fließen. Ein und aus, immer durch die Nase. Und wir lassen uns hier Zeit, sich mit der Matte zu verbinden. Mit unserem Körper. Mit unserem natürlichen Atem. Immer durch die Nase atmen. Ganz frei, natürlich. Und wir verbinden uns mit unserer heutigen Intention. Ein paar bewusste Atemzüge im Hier und Jetzt. Nur für sich selbst. Beim nächsten Einatmen nehmen wir die Arme über den Seiten nach oben. Ausatmen, Hände zusammen vors Herz. Setze deine Intention für heutige Yoga-Praxis. Warum bist du heute auf der Matte? Was wirst du aus der Matte in deinem Alltag mitnehmen? Tief durch die Nase einatmen und tief durch den Mund alles ausatmen. Danach lassen wir den Atem wieder durch die Nase fließen. Wir können Augen öffnen, müssen ja nicht. Beim nächsten Einatmen den Brustbereich öffnen, Arme auseinander. Ausatmen, Arme nach vorne, Rücken ganz rund machen. Einatmen, Arme auseinander, Brustbereich heben, ausatmen, Rücken ganz rund. Einatmen, öffnen, ausatmen, schließen. Ein letztes Mal einatmen, Brustbereich öffnen, Arme nach vorne. Beim nächsten Einatmen, Arme nach oben. Und beim Ausatmen beugen wir uns nach rechts, rechte Hand aus der Matte, nach rechts, linken Arm über dem Kopf. Schultern sind locker, Atem fließt. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte, Hände hinter dem Rücken verschränken, Hände so zusammen zur linken Hüfte, linke Ellbogen zeigt nach hinten, Schultern sind unten, linkes Ohr Richtung linke Schulter ziehen. Schultern bleiben unten. Das geht zum Brustbein. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, wir beugen uns nach links, linke Hand aus der Matte, rechten Arm über dem Kopf. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte, Hände hinter dem Rücken verschränken, Hände so zur rechten Hüfte, rechte Ellbogen zeigt nach hinten, Schultern sind unten, rechtes Ohr Richtung rechte Schulter ziehen. Langsam das Kinn zum Brustbein, Hände zum Po, Arme nach vorne strecken, Stellung des Kindes, dich dann auf der Matte oder auf den Unterarm, deine Stellung des Kindes.
Beim nächsten Einatmen kommen wir in Katzenposition auf alle vier Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Und hier machen wir eine intuitive Bewegung, was du gerade brauchst, was dein Körper gerade braucht. Wir können hier mit Hüften von Seite zu Seite bewegen. Wir können mit der Wirbelsäule kreisen oder klassisch Cat-Cow die Wirbelsäule rollen. Oder mit dem ganzen Oberkörper kreisen. Oder vielleicht alles zusammen verbinden irgendwie. Die Richtung wechseln. Und wir treffen uns in der Mitte, Zugspitzen auf der Matte, wo nach hinten nach oben schieben, unser erster Hund. Und auch hier kannst du gerne machen, was du gerade brauchst. Vielleicht die Fersen Richtung Matte ziehen, wechselnd die Hamstrings aktivieren oder Fersen gleichzeitig nach rechts, nach links oder mit Kopf hier. Nein machen, mit Schultern, mit der Wirbelsäule bewegen. Wir treffen uns im Hund. Kleine Schritte zwischen die Hände nach vorne auf unsere Matte in entspannte Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, blanke Position. Einatmen in blanke Position, Körpermitte aktiv. Ausatmen, deine Chaturanga vielleicht erstmal auf den Knien. Einatmen, Kobra oder nach oben schauende Hund. Ausatmen, nach unten schauende Hund. Und wir starten mit unserer heutigen Sequenz. Es wäre super gut, wenn ihr die Sequenz vielleicht im Kopf mitmacht, bewusst. Wir machen dann die zweite Runde als Flow. Einatmen, eine Bewegung ausatmen, nächste Bewegung. Rechten Fuß zur rechten Hand von außen, linken Fuß zur linken Hand von außen, Hockerposition. Finde deine Hocker. Einatmen, ein bisschen höher, Hände zur Matte. Und beim Ausatmen mit dem linken Fuß, Schritt nach hinten, rechten Arm nach oben, Krieger 3 mit Twist. Einatmen, umgekehrte Krieger 3. Rechte Hand auf unteren Rücken oder auf den linken Oberschenkel. Linken Arm nach oben und weiter in kleine Rückbeuge. Einatmen hier. Ausatmen, halb Squat-Position, hohe Variante. Linke Zugspitze nach links öffnen, linkes Knie beugen, rechtes Bein strecken mit Biesfinger. Greifen wir den großen Zeh, linken Arm aktiv, diagonal nach oben strecken. Nächsten Einatmen, rechtes Knie beugen, Hände unter den Schultern, beim rechten Fuß hinten auf die linke Zehenspitze kommen. Ausatmen, dreibeinige Hund, langsam rechten Fuß nach oben. Rechte Hüfte nicht öffnen.
einatmen. Und beim Ausatmen rechtes Knie zur Brust ziehen. Seitliche Planke, eine Variante. Linke Zehenspitze nach links öffnen. Linke Hand greift das rechte Knie. Und jetzt ziehen das rechte Knie zur Brust und nach oben. Einatmen und beim Ausatmen Taubeposition, rechtes Knie zum rechten Handgelenk, linke Hand auf der Matte, linkes Knie auf der Matte, einatmen, Brustbereich öffnen, ausatmen, schlafende Taube, den Oberkörper entspannen. Einatmen, langsam Oberkörper heben. Linken Fuß vor dem rechten Knöchel. Nochmal einatmen hier und beim Ausatmen zwist nach links. Linke Hand hinten uns. Mit dem rechten Arm das Knie umarmen. Linke Schulter weiter nach hinten öffnen. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte. Ausatmen, Krieger 3 im Balance, das Gewicht auf den linken Fuß, rechtes Bein nach hinten strecken. Arme am Körper, Wirbelsäule gerade, Rücken nicht rund machen. Die Schulterblätter leicht zueinander ziehen. Körpermitte aktiv, hilft mit Balance. Beim nächsten Einatmen deine Baumposition, rechter Fuß an linkes Bein, so wie es passt, vielleicht ohne Hände, wenn wir Balance haben, Arme nach oben strecken. Einatmen. Beim Ausatmen, Arme nach vorne, mit der rechten Hand greifen wir den großen Zeh auf dem rechten Fuß. Einatmen, linken Arm nach oben strecken, rechtes Bein nach vorne. Nur so weit, wie es geht, vielleicht ist das rechte Knie angewinkelt. Einatmen und beim Ausatmen Stuhlposition mit Taube, linkes Knie beugen, rechten Knöchel im Flex über das linke Bein, linken Oberschenkel, Hände vors Herz. Wirbelsäule ist gerade, Bauch mehr zu Oberschenkel. Atem fließt. Beim nächsten Einatmen öffnen wir uns in Göttin-Position mit dem rechten Fuß, Schritt nach hinten, Zehenspitzen zeigen nach außen, Knie beugen, Knie, Zehenspitzen in eine Linie, Arme im Kaktus, Ellbogen im rechten Winkel in der Höhe von Schultern. Einatmen und beim Ausatmen Dreieckposition nach hinten auf unserer Matte. Beide Beine strecken, linke Zehenspitze schließen, rechte Hand zum rechten Fuß, linken Arm nach oben. Arme in einer Linie, Oberkörper bleibt aktiv. Blick so, wie es passt für deinen Nacken. Beim nächsten Einatmen,
Stuhlposition nach hinten auf unsere Matte, rechtes Knie beugen, linken Fuß zum rechten Fuß, Arme nach oben strecken. Einatmen, beim Ausatmen volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, blanke Position, Chaturanga, deine Variante. Einatmen, Cobra oder nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Und hier fließen weiter die gleiche Sequenz auf die linke Seite. Linken Fuß zur linken Hand von außen, rechten Fuß zur rechten Hand von außen, Hockeposition. Finde deine Hocker. Und wir nehmen jetzt nur wahr, wo unsere rechte, linke Seite ist. Los geht's. Einatmen, po, ein bisschen höher, Hände zur Matte. Ausatmen mit dem rechten Fuß, einen großen Schritt nach hinten, linken Arm nach oben, Krieger 3 mit Twist. Beim nächsten Einatmen, umgekehrte Krieger 3, linke Hand auf unteren Rücken oder auf den rechten Oberschenkel, rechten Arm nach oben und in kleine Rückbeuge. Einatmen und beim Ausatmen öffnen wir uns nach rechts, rechtes Knie beugen, linke Hand greift den linken Fuß, hohe Halb-Squat-Position. Einatmen, linkes Knie beugen, auf die rechte Zugspitze kommen, Hände unter den Schultern. Ausatmen, dreibeiniger Hund, linken Fuß nach oben. Einatmen und beim Ausatmen, linkes Knie zur Brust. Rechte Zugspitze nach rechts öffnen, seitliche Planke, rechte Hand, greift das linke Knie, das Knie zur Brust und nach oben ziehen. Einatmen, beim Ausatmen, Vorbereitung für Taube, linkes Knie zur linken Handgelenk, rechte Hand auf der Matte. Einatmen, Brustbereich heben, öffnen, ausatmen, schlafende Taube, Oberkörper nach vorne entspannen. Einatmen, langsam Oberkörper heben, rechten Fuß vor dem linken Knöchel, ausatmen, Twist nach rechts, rechte Hand hinter uns, mit dem linken Arm das Knie umarmen, rechte Schulter weiter nach hinten öffnen, Atem fließt. Einatmen, Oberkörper zur Mitte, Arme nach vorne. Ausatmen, Krieger 3 im Balance. Das Gewicht auf die rechte Fuße, linkes Bein nach hinten strecken, Arme am Körper. Wirbelsäule ist gerade, Rücken nicht rund machen.
Beim nächsten Einatmen, Baum, vielleicht ohne Hände. Linker Fuß am rechten Bein, so hoch wie es geht. Linkes Knie ganz nach links öffnen, wenn ihr Balance habt, Arme nach oben strecken. Arme nach vorne. Mit der linken Hand greift mir den großen Zeh auf dem linken Fuß. Einatmen, rechten Arm nach oben, linkes Bein nach vorne strecken. Einatmen und beim Ausatmen Stuhlposition mit Taube, rechtes Knie beugen, linken Fuß im Flex über den rechten Oberschenkel, Hände vors Herz, Wirbelsäule lang, Bauch mehr zu Oberschenkel. Beim nächsten Einatmen Göttin-Position mit dem linken Fuß. Einen großen Schritt nach hinten, klassisch nach vorne auf unsere Matte. Knie tief beugen, die Zehenspitzen zeigen nach außen, genauso die Knie. Arme im Kaktus. Einatmen hier. Ausatmen, Dreieckposition, klassisch nach vorne auf unserer Matte. Beide Beine strecken, rechte Zehenspitze schließen, linke Hand zum linken Fuß, rechten Arm nach oben, Arme in einer Linie. Oberkörper bleibt aktiv. Einatmen, Stuhlposition, linkes Knie beugen, rechten Fuß zum linken Fuß, Arme nach oben. Und wir machen diese Sequenz als Flow. Wir machen jetzt Vinyasa und wir fließen einfach weiter. Einatmen, ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, blanke Position, Chaturanga. Einatmen, Cobra oder nach oben schauen. Ausatmen, nach unten schauen. Rechten Fuß zur rechten Hand von außen, linken Fuß zur linken Hand von außen. Deine Hockeposition. Einatmen, Po ein bisschen höher, Hände zur Matte. Ausatmen, Krieger 3 mit Twist. Linken Fuß nach hinten, rechten Arm nach oben. Einatmen, umgekehrte Krieger, 3, linken Arm nach oben und weiter nach hinten. Ausatmen, hohe Halb-Squat-Position, nach links öffnen, linkes Knie beugen, rechte Hand greift den großen Zeh auf dem rechten Fuß. Einatmen, rechtes Knie beugen, Hände unter den Schultern. Ausatmen, nach unten schauen, der Hund auf drei Beinen, rechten Fuß nach oben. Einatmen hier. Ausatmen, rechtes Knie zur Brust. Linke Zehenspitze nach links öffnen. Linke Hand greift das rechte Knie, das Knie zur Brust und nach oben ziehen. Einatmen. Ausatmen, Vorbereitung für Taube. Rechtes Knie auf der Matte. Linkes Knie auf der Matte. Einatmen, Brustbereich öffnen. Ausatmen, schlafende Taube. Einatmen, Oberkörper heben, linken Fuß vor dem rechten Knochen, Arme nach oben. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, Oberkörper nach vorne, Arme nach vorne. Ausatmen, Krieger 3 im Balance, rechtes Bein nach hinten, strecken. Einatmen, Baum. Ausatmen, Arme nach vorne, rechte Hand greift den großen Zeh auf dem rechten Fuß. Einatmen, rechtes Bein strecken, linken Arm nach oben. Ausatmen,
Stuhlposition mit Taube. Linkes Knie beugen. Einatmen, Göttin-Position. Ausatmen, Dreieck-Position nach hinten auf unsere Matte. Einatmen, Stuhlposition nach hinten auf unsere Matte. Linken Fuß zum rechten Fuß, Arme nach oben. Ausatmen, volle Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, blanke Position, Chaturanga. Einatmen, Cobra, Up Dog. Ausatmen, Down Dog. Linken Fuß zur linken Hand von außen. Rechten Fuß zur rechten Hand von außen. Deine Hockeyposition. Und wir fließen weiter. Einatmen, bohre ein bisschen höher, Hände unter den Schultern. Ausatmen, mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten, linken Arm nach oben. Einatmen, umgekehrte Krieger, drei, rechten Arm nach oben, in kleine Rückbeuge. Ausatmen, hohe Halb-Squat-Position, linke Hand greift den linken Fuß, rechtes Knie beugen. Einatmen, linkes Knie beugen, Hände unter den Schultern. Ausatmen, nach unten schauen, der Hund auf drei Beinen, linken Fuß nach oben. Einatmen hier. Ausatmen, linkes Knie zur Brust, rechte Zehenspitze nach rechts öffnen. Einatmen, rechte Hand greift das linke Knie, das Knie nach oben und zur Brust ziehen. Ausatmen, Vorbereitung für Taube. Linkes Knie zum linken Handgelenk, rechte Hand auf der Matte. Einatmen, Brustbereich öffnen, heben. Ausatmen, Oberkörper entspannen, schlafende Taube. Einatmen, Oberkörper heben, Arme nach oben, rechten Fuß vor dem linken Knöchel. Ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, Oberkörper zur Mitte, Arme nach vorne. Ausatmen, das Gewicht auf den rechten Fuß, Krieger 3 im Balance, linkes Bein nach hinten strecken. Einatmen, Baumposition, deine Variante, Arme nach oben strecken. Ausatmen, linke Hand, greif den linken Fuß. Einatmen, linkes Bein nach vorne strecken, rechten Arm nach oben. Ausatmen, Stuhl mit Taube. Einatmen, Göttin-Position, mit dem linken Fuß Schritt nach hinten, Kaktusarm. Ausatmen, Dreieck-Position, klassisch nach vorne auf unsere Matte. Einatmen, Stuhlposition, rechten Fuß zum linken Fuß, Knie beugen, Arme nach oben. Ausatmen, volle Vorbeuge. Ein letztes Mal Vinyasa, einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, blanke Position, Chaturanga. Einatmen, Cobra Up Dog. Ausatmen, Down Dog. Einatmen, tief durch die Nase. Und tief durch den Mund, alles ausatmen. Einatmen hier und beim Ausatmen Knie beugen, deine Stellung des Kindes. So wie es angenehm ist, dass du dich wieder mit deinem Körper, mit deinem Atem verbinden kannst. Es ist ganz normal, falls wir uns verloren haben mit dem Atem, mit dem Flow. Vielleicht den Flow mal wiederholen oder das Video pausieren und nochmal machen. Bewusst alle Muskeln entspannen, alles ganz schwer lassen, in die Matte fallen. Verbinde dich wieder ganz bewusst mit deinem natürlichen Atem. Beobachte den Atem.
nächsten Einatmung langsam Wirbel für Wirbel. Die Wirbel soll aufhören. Wir kommen in den Fersensitz. Augen bleiben zu. Wirbelsäule gerade. Schultern locker. Handrücken auf die Oberschenkel legen. Beim nächsten Einatmen nehmen wir die Arme über den Seiten nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen. Und beim Ausatmen lassen wir das Kinn zum Brustbein fallen. Und beim nächsten Einatmen öffnen wir langsam die Augen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, genauso wie mir beim Kreieren, diesen Flow. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche auf der Matte. Mach's gut. Namaste.